So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe mal wieder was geschenkt bekommen und ganz tolle Sachen wieder und ich freue mich sehr. Ist jetzt gerade natürlich in dieser Zeit, jetzt Corona-bedingt, ganz toll, dass auch was zu lesen dabei ist und natürlich auch was zum Spielen und zum Spaß haben und ganz coole Ideen und auch was ich noch gar nicht kannte. So, und ja, ich fange mal mit dem Buch an. Buch ist folgendes, dieses hier. Und ich hatte ja erzählt gehabt, ich hatte ja so eine kleine Buchbesprechung gemacht, Bens postapokalyptischer, präapokalyptischer, das war ein kleiner Wink mit dem Zaunfall auf die Corona-Situation, der natürlich nicht ernst gemeint war, präapokalyptischer Lesezirkel, ja. Und bin da unter anderem drauf eingegangen auf die Tribute von Panem-Reihe. Ja? Und im Grunde ist ja die Idee, dass man im Grunde Kinder bzw. Jugendliche in eine Arena schickt und sie gegeneinander kämpfen lässt, bis nur noch einer am Leben ist. Tatsächlich von der Susan Collins für ihre Tribute von Panem-Geschichte ziemlich geklaut gewesen. Und zwar aus dem Japanischen von Battle Royale. Und Battle Royale kennt man inzwischen, insbesondere wenn man ein bisschen was mit Gaming zu tun hat, hat man den Begriff zwangsweise gehört. Und ich mache da so gut es geht einen großen Bogen drum. Die grundsätzliche Funktion solcher Spiele ist mir zwar durchaus klar, also es geht im Grunde drum, dass, also gerade die Spiele, ne? Also jetzt erstmal zu denen ein Wörtchen, weil die inzwischen wirklich ein fast schon gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, man hat mit solchem Zeug überhaupt nichts zu tun. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja? Absolut selbstverständlich, aber ich möchte es trotzdem kurz erklären. Im Grunde funktioniert das folgendermaßen, dass jeder, der da halt eben mitspielt, jeder Mensch wohlgemerkt, jeder Spieler, kriegt halt eben ein Figürchen und wird dann mit x anderen Figürchen, es können durchaus ganz viele sein, keine Ahnung, was weiß ich, 50, ich habe das wirklich auch nie intensiv betrieben, aber mit 50 anderen auch wieder in eine Arena geschmissen, die so und so groß ist und man kriegt halt zufällig beim reingeschmissen werden, das ist nämlich auch wichtig, dieser Zufallsfaktor, irgendeine Waffe zugewürfelt. Ja? Das kann sein ein Eislöffel oder halt ein Maschinengewehr. Und dementsprechend hat man dann gute oder halt eben entsprechend weniger gute Karten und kann dann nach und nach, indem man dann andere da, das klingt jetzt grausam, aber ist ja auch jetzt, also in Form von einem Videospiel ist es selbstverständlich ja nur ein Spiel, indem man andere dann halt abmurkst oder kalt stellt oder grün anmalt oder welcher Methode auch immer dieses, je nach Zielgruppe, dieses Spiel halt anwendet, um den anderen dann als verloren zu kennzeichnen, hat er dann halt eben entsprechend auch Zeug dabei gehabt und das kann man sich dann einverleiben und je länger eben dieses Spiel dann geht, desto eher ist die Chance, dass man nicht mehr nur noch mit einem Eislöffel rumrennt, sondern inzwischen auch noch ein Messer hat und meinetwegen einen Baseballschläger und vielleicht sogar noch einen Pfeil und Bogen und eine Armbrust und irgendwann dann halt auch besagtes Maschinengewehr. Und das macht es halt spannend, dass man nicht weiß, was man kriegt. Dann je nach Variante sehen diese Arenen jedes Mal anders aus. Und ja, das kennt man. Also jeder, der heutzutage unter 30 ist, hat von sowas garantiert schon mal gehört. Und gehe ich mal von aus. Ne? Also vielleicht nicht unbedingt jeder. Wenn auch jemand waldschratiger ist als ich, dann eventuell nicht. und diejenigen über 30, die müssen das natürlich nicht zwingend kennen. Aber Stichwort Fortnite. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist leider, ich versuche dem so weit es geht aus dem Weg zu gehen. Und ich habe das auch noch nie gespielt und weiß auch nicht hundertprozentig, worum es geht. Aber das ist wohl leider sowas. Ne? So, allein schon, weil das so toll gehypt ist, will ich das schon auf grundsätzlich nicht haben und mache da gleich mal primär einen Bogen drum. Die Idee dazu, zu diesem dieser Battle Royale-Mechanik, viele gehen rein, einer geht raus, ist dieses Buch. Das wurde auch verfilmt, den Film habe ich gesehen, das Buch kenne ich noch nicht, also von daher, ja, keine Sorge, das ist neu und ich freue mich auch richtig drauf zu lesen. Habe gerade heute Vormittag, jetzt ist früher Abend, mein aktuelles Buch fertig gelesen und werde jetzt mit diesem hier nonstop quasi weitermachen und bin auch sehr gespannt. Und wie gesagt, das ist also das erste Aufkommen dieser Idee und im Fall von Battle Royale, so viel weiß ich, weil es auch einen Film dazu gibt,
den ich gesehen habe, der übrigens sehr grausam ist, also ist nichts für schwache Nerven. Aber die Idee ist folgende, dass sich, wie hier hinten auch auf dem Klappentab steht, Japan und China zur Republik Großostasien zusammengetan haben, was natürlich keinerlei Republik ist, sondern ein totalitärer Staat, der zur Erziehung seiner Bürger experimentell neuerdings Schulklassen auswürfelt, die also zusammen zur Schule gegangen sind, ne, die sich kennen, und diese Schulklassen werden dann eben auf eine unbekannte Insel verfrachtet und jeder kriegt zufällig halt irgendwie eine Waffe zugewiesen und dann sollen die sich, ohne jemals in irgendeiner Form gewalttätig bis zu diesem Zeitpunkt gewesen zu sein, jetzt gegenseitig abmurksen. So. Und das klingt grausam und ist es auch, aber ja, da passiert dann wohl noch das ein oder andere drumherum, sofern der Film mit dem Buch auch nur ansatzweise was zu tun hat. Kann ich ja nicht sagen, Buch muss ich ja noch lesen. Sau spannende Thematik jedenfalls, gerade wer sich für Dystopien, also Zukunftsszenarien, die scheinbar nach einer besseren Welt aussehen, aber in Wahrheit darauf basieren, dass man insbesondere Menschenrechte sehr stark einschränkt. Sowas lese ich schon sehr, sehr gerne. Das finde ich schon extrem spannend. Und nicht, weil ich mir das wünschen würde oder sonst irgendwie. Ja, also das wäre nochmal wichtig zu erwähnen, bevor mir jetzt wieder Böses unterstellt wird. Es ist jedenfalls mit Sicherheit ein super spannendes Buch und eben die Idee für diese Hunger Games, diese Hungerspiele aus den Tributen von Panem von der Susan Collins, das hat sie schon ziemlich massiv hierher geklaut. Ja, und das hatte ich bei der entsprechenden Buchversprechung Besprechung auch tatsächlich vergessen und der edle Schenker dieses Buchs hat darauf hingewiesen, das schreibt bestimmt jemand in die Kommentare. Ich habe es nicht gefunden, vielleicht steht es inzwischen drin, aber tatsächlich war das wohl gar nicht so bekannt bei meiner Zuschauerschaft, dass im Prinzip diese Tribute von Panem, wenn man so will, ziemliches Plagiat sind, ne? Und ich hatte es auch echt vergessen. Ich wusste das jetzt und jetzt kam es mir auch wieder in dem Moment, wo ich das Buch quasi in Händen halte, kam es mir wieder, aber ja. Ne? Also ich bin sehr gespannt, freue mich da wirklich drauf, da mal reinzuschauen und natürlich auch mehr als nur reinzuschauen. Und ja, vielen Dank. Literatur ist was ich zu der Zeit gerade wirklich ganz hervorragend gebrauchen kann. Das freut mich sehr. So, und per Zufall übrigens auch heute angekommen, also ich mache das tagesaktuell, das Dankeschön, diesmal mal ausnahmsweise wieder pünktlich, ein kleines anderes Paketchen. Und das ist auch ganz toll, also ganz, ganz, ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß ja, von wem es ist, mag aber wie immer versuchen, die Namen aus dem Spiel zu lassen. Und zwar war da drin einmal, die findet Evelyn ganz hervorragend, feine Eier. Poppige Erdbeere, klingt komisch, ist aber ein Schoko-Ei mit so einer Erdbeer-Creme-Füllung, wie beschreibt man das? Das Zeug, was auf der Zunge, wenn man den Mund offen lässt, so lustig knistert. Kennt man vielleicht noch aus Kindertagen. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Aber dieses Knisterzeug halt im Mund, was dann da wirklich so brodelt und sprudelt und knackt. Und das ist da jedenfalls drin und Evelyn ist total begeistert. Deswegen ist die Tüte auch nicht mehr ganz voll, vorsichtig ausgedrückt. Und dann haben wir, das ist eher was für mich. Falls das deine Absicht war, dann hast du das hervorragend getroffen. Feine Eier-Nougat-Creme, die finde nämlich ich sehr lecker, weshalb diese Tüte auch nicht mehr ganz voll ist. So spielt das Leben manchmal, ne? So, und was haben wir da noch drin? Wir haben da noch drin dieses Ding. Das ist eine Hülle für was anderes. Da kommen wir gleich dazu. Dann haben wir da drin diese Box. Und wenn ich das richtig kapiere, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das richtig kapiere, dann sind das noch mehr von diesen, ich weiß bis heute nicht, wie die heißen. Moment, ich muss kurz im dazugehörigen Text nachlesen. Schneidplatte. Ja. Und zwar, die werden wohl in verschiedenen Maschinen eingesetzt, um halt eben, damit die Maschine quasi Zähne hat und dann irgendwas schneidet. Und diese Teile
sind aus einem hoffentlich wahnsinnig harten Metall, vermute ich mal. Also Wolfram Carbid ist da beispielsweise eine Möglichkeit, woraus man die machen kann, und haben damit natürlich eine wahnsinnig harte Kante. Und meine Idee war mal, bin ich auch drauf gestoßen worden, ne, bin ich nicht selber drauf gekommen, dass man das eventuell eben nutzen kann, um, habe ich gerade was griffbereit? Nein, um ein Messer zu schärfen, ja, sofern es dann aus halbwegs, wie ich inzwischen weiß, das Messer muss zu diesem Zweck aus halbwegs brauchbarem Stahl sein, also einem besseren, der eine feine Struktur hat, wo die einzelnen Kohlenstoffpartikelchen zum Beispiel nicht einfach rausgebrochen werden können, wenn man da eben mit dem Ding entlang schleift. Deswegen muss das ein möglichst gleichmäßiger Messerstahl sein, also ein bisschen hochwertiger. Dann geht das schon, dann kann man damit tatsächlich zumindest eine gewisse Gebrauchsschärfe beim Messer wohl wiederherstellen, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne mich ja mit Schleifen wirklich nicht aus. Ja. Also ich plapper nur nach, was ich mir habe sagen lassen. Und ja, die Idee ist einfach, so ein Ding ist winzig, das kann man immer dabei haben, einen Schleifstein mitschleppen. Gut, da gibt es auch kleine, die jetzt nicht weiter dramatisch sind vom Auftragen her, oder so ein Schleifstab. Ich habe zum Beispiel, Moment, wo habe ich den denn? Den habe ich hier irgendwo, da ist er, so ein Victorinox Schleifstäbchen habe ich hier. Das ist zum Beispiel auch sehr cool, trägt auch nicht auf, kann man quasi hier so, ne, wie den Kugelschreiber in der Hemdtasche transportieren. Das ist auch eine tolle Schleifmöglichkeit zum dabei haben. Nach wie vor, wie gesagt, ich bin doof, was Schleifen angeht. Ich kriege so halbwegs hin, mein Messer damit einigermaßen brauchbar zu halten. Ich würde aber niemals irgendwem sagen wollen, wie das funktioniert, weil das, was ich mache, ist bestimmt nicht richtig, ja. Oder zumindest nicht so richtig, dass man es vorzeigen könnte. Und so ähnlich geht es mir halt auch mit diesen Schleifplatten hier. Ja, die sind aus verschiedenen Materialien. Da hat er mir verschiedene, hier eine goldene hinzugefügt. Und ja, cool. Ich bin gespannt. Ich werde experimentieren. Ich bedanke mich herzlich. Ich habe nämlich selber keinen Schimmer, wie ich an sowas hätte rankommen sollen. Deswegen die eine, die ich habe, die halte ich hoch in Ehren, weil ich davon ausgegangen bin, sollte ich die mal verlieren, kriege ich nie wieder sowas. So gesehen bin ich jetzt ein wenig beruhigter. Also vielen Dank. So, Moment, wo haben wir... Da haben wir die Kiste. Ist da noch, habe ich da noch was drin, oder der Rest liegt schon auf dem Tisch, glaube ich. Ja, beziehungsweise Evelyn Ears. Das ist Evelyn Ears. Was das ist, ich habe auch eins, zeige ich euch gleich an meinem. Sie hat mir ihrs nochmal mitgegeben, damit ich mich im Namen von ihr nochmal herzlich bedanken darf. Sie freut sich auch sehr drüber. Jetzt ist er halt nur gerade nicht abkömmlich, und ich wollte das Video gerne zeitnah drehen. Aber wie gesagt, sie freut sich sehr drüber. Wenn wir dran denken, dann darfst du, wenn es das nächste Mal durchs Bild rennt, nochmal selber Danke sagen. Aber ja, wie gesagt, das ist ihrs. Das ist meins. Oh. Und wer jetzt im ersten Moment spontan denkt, das hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Opinel, insbesondere wenn man es aufmacht. Ja, das hat es tatsächlich. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Opinel. Ich muss gestehen, ich finde es vom Design her echt nochmal hübscher als ein Opinel. Ja? Aber das ist Geschmackssache. Das ist völlig Geschmackssache. Opinels sind ja auch wunderbar. Ich hole mal schnell eins zum Vergleich. Ja, da. So, da bin ich wieder. Hier Opinel zum Vergleich. Das ist jetzt mein Hochglanz-Opinel. Das war auch ein Geschenk. Und ich traue mich fast nichts zu benutzen. Ganz hin und wieder mal auf Hochglanz poliert, also extra die Klinge poliert. Ich habe auch wieder keinen Schimmer, wie man sowas macht. Sieht jedenfalls ganz, ganz toll aus. Und mit Edelholzgriff. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, woraus der Griff hier ist. Ich vermute, Bobinga könnte sein, muss aber nicht zwingend. Ne? Tu mich da ein bisschen schwer. Das sieht schon so ein bisschen tropisch aus. Schon so ein bisschen. Und Bobinga wäre ja was, nicht, dass das jetzt schlecht wäre oder so. Ne? Bobinga wäre was meines Wissens eher,
eher aus dem tropischen Bereich kommt. Sieht jedenfalls wunderschön aus, wirklich ein wunderbares Messer. Und es ist mir, nicht, dass ich es nicht mag, ja, es gefällt mir wunderbar und es ist drüben in der Sammlung meiner schönen Gegenstände im Bücherregal. Da habe ich noch das schöne Gegenstände, die schöne Gegenstände-Abteilung mit Sachen, die mir einfach emotional am Herzen liegen. Und dieses wunderschöne Messer, einfach um meine Opinel-Leidenschaft auch irgendwie zu symbolisieren und eins zu haben, was wirklich nur zum Hübschaussehen da ist. Ja, das ist dieses hier. Ja, wirklich ein wunderschönes Messer. Also auch dafür nochmal herzlichen Dank, falls der edle Spender zuschauen sollte. Vom grundsätzlichen Design her, nein, also Opinel sind immer toll, aber fast so als Gebrauchsmesser, ja, als vom Grunddesign finde ich das fast noch ein Ticken hübscher. Und jetzt steinigt mich, aber es ist halt Geschmacksfrage. Und wenn ihr mal diesen Griff anfasst, oh, also der ist wirklich ein Handschmeichler. Das fühlt sich ganz, ganz toll an. Hat hier eben da noch so ein Hobbel. Moment, jetzt müsste es halbwegs scharf. Ach komm, so, da, jetzt. Also, hat hier noch so ein Hobbel, hat dann hier diese wunderbare Mulde, wird da hinten noch ein bisschen größer und hat da hinten einen schönen abgerundeten Knubbel. Und anders als beim Opinel, das da meistens halt hier so eine eckige Struktur hat, finde ich, fühlt sich das einfach wunderbar geschmeidig in der Hand an. Ich habe ja auch Opinels, bei denen ich selber am Griff umgeschnitzt habe. Und das ist natürlich auch noch mit ein Vorteil bei den Opinel-Messern, dass man am Griff rumschnitzen kann, wie man ihn halt haben möchte. Ne? Und sich den zurechtschleifen und zurecht schnitzen und wie auch immer. Und das hier zum Beispiel, mein Customized Opinel, das ich mir halt wirklich selber zurechtgemacht habe. Das ist auch ein großer Handschmeichler und das ist sehr vergleichbar mit dem hier. Und das sind quasi Messer, so aus meiner Sicht jetzt nur, erster Eindruck, ja, die kann man offensichtlich schon so kaufen, wie ich mir meine Opinels zurechtschnitze, ne, beziehungsweise schleife. Weil so ist das, so liegt das ganz, ganz anders in der Hand. Aber jetzt nochmal ein großer Knackpunkt. Das ist ja das Standard-Opinel Nummer 12, von mir eben, wie gesagt, ein bisschen angepasst, mit Buchenholzgriff. Nix gegen Buche, ja, gar nichts. Und das ist auch durchaus für ein Taschenmesser ein ordentliches Teil, ordentlicher Klumpen. Und schönes Messer, nach wie vor, mag ich immer noch gern, muss ich mal wieder schleifen und muss ich mal wieder ölen, aber nach wie vor bin ich da eigentlich sehr von überzeugt. Nur Buchenholz, ja, also nichts dagegen. Als Gebrauchsmesser auch überhaupt kein Problem. Nicht, dass ich dieses Ding hier nicht gebrauchen möchte. Aber das hier, das ist Walnuss, amerikanische Walnuss. Das Problem ist bloß, dass ich nicht weiß, ja, man sollte meinen, ich kenne mich mit Bäumen aus, ob das jetzt Schwarznuss sein soll, weil unter amerikanischer Walnuss kann ich mir nichts vorstellen. Ich mache gleich noch ein paar Nahaufnahmen vom Griff, vom Holz, aber das ist auf jeden Fall Nuss. Also ich kann, so viel weiß ich dann doch von Holz, dass ich mit Sicherheit sagen kann, dass das auf jeden Fall Nussholz ist. Der Griff kann Nussholz bestimmen. Ob das jetzt allerdings eben, netterweise schreiben sie ja drauf, amerikanische Walnuss. Bei Juglans Regia, unsere heimische Walnuss, das ist ja quasi das teuerste Holz, was du haben kannst. Und dann hätte ich mich jetzt beschwert, weil wäre übertrieben gewesen. Da ist so ein Messergriff aus Walnuss, das kostet schon einen deutlichen Aufpreis normalerweise, wenn man da irgendwie Messer haben möchte. Aber dadurch, dass das jetzt hier, das ist also auch eine tolle Idee, wirklich, also von dem Hersteller hier, eine tolle Idee, dass die einfach Ami-Nuss nehmen. Das ist erheblich günstiger zu kriegen und sieht genauso, also ich sage jetzt mal, fast genauso toll aus wie unsere heimische Nuss. Nicht, dass der Nussmarkt zusammenbricht, wenn ich sage, dass es sieht genauso toll aus. Also wirklich ganz, ganz schönes, schöner Griff. Also grifftechnisch ganz, ganz toll. Ja, ich zeige euch den, wie gesagt, noch in Nahaufnahme. So, ansonsten Klinge super scharf, sehr Opinella-artig. Klingenform sehr Opinell-artig. Wenn man die mal so gegenüber hält. Ah, die sind schon sehr ähnlich. Das hier ist natürlich nochmal eine Nummer größer, aber wenn sie jetzt die gleiche Größe hätten, dann wären sie schon wirklich sehr ähnlich. Tendenziell habe ich den Eindruck, kann ich jetzt nicht
beschwören, aber tendenziell habe ich den Eindruck, dass sie wäre ein Hauch dicker. Ja? Ein Hauch. Also so sehr, dass ich schon nicht mehr messen kann, wahrscheinlich. Aber Spitze ist gefühlt ein Hauch sorgfältiger gearbeitet. Das kann bei Opinels, davon hatte ich ja schon ganz viele, hin und wieder ja mal vorkommen, dass die an der Spitze so, da merkt man halt, ja okay, ist halt maschinell mal kurz runtergefräst zum Schleifen und gut war. Und hier, das sieht ein bisschen sorgfältiger aus. Der Griff soll in irgendeiner Form handgemacht, handgeschliffen sein. Das führt dazu, dass jedes Messer individuell ist und die jeweiligen Messer haben auch alle eine Seriennummer eingestanzt. Die kann man hier lesen, wenn es dann wieder scharf stellen würde. Das ist immer das Problem, wenn mein Gesicht auch noch im Bild ist, dann macht der Autofokus normalerweise immer gleich Gesichtserkennung. Und wenn man dann was anderes scharf gestellt haben will, ist das gar nicht so einfach. Also das heißt, jedes dieser Messer ist ein bisschen individuell. Natürlich werden die jetzt nicht komplett in Handarbeit da hergestellt. Das wäre ja, also gehe ich mal sehr davon aus, dass das nicht passiert. Kommt aus Italien. Und Old Beer ist eben die Marke, aber die Firma heißt Moment, da haben wir doch noch das Modell Frau, da kann man es besser lesen. Antonini. Ja, irgendwie so. Ne? Ich habe zwar mal Italienisch gelernt, aber ne. Und ja. Wesentlicher Unterschied noch zum Opinel, damit ich jetzt nicht 7000 Stunden am Messer rumlabere. Opinel hat ja dieses Viroblock-System, ja, also die bekannte Methode, dass man hier dran dreht, hier an dem Griffstück, dann ist es zu, oder man dreht halt entsprechend so, dass die Öffnung vorne ist, dann ist es offen und dann kann man es natürlich auch zumachen bzw. aufmachen und wenn man das Ding dann hier verdreht, dann geht es weder auf noch zu. Ist ein sehr sicheres, idiotensicheres System, kann nicht kaputt gehen, also nach wie vor cool. Haben sie sich auch irgendwann mal patentieren lassen und sind da ja bis heute sehr stolz drauf, die Opinel-Nasen. So, und das hier hingegen, das ist ein anderes System, weil man hier diesen Schieberegler hat. Und mit diesem Schieberegler schiebt man im Prinzip zack, hier unter dem Messer einfach einen kleinen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber da schiebt man im Grunde einfach so ein kleines Bälkchen, so ein kleines Metallstiftlein durch, dass das Messer dann logischerweise auch nicht zuklappen kann, wenn das Stiftchen durch ist und wenn man den Schieberegler eben wieder aufmacht, dann geht das Stiftding zurück und man kann das Messer wunderbar zuklappen. Kann man auch im geschlossenen Zustand arretieren, dann geht es auch nicht auf in der Hosentasche, auch wenn da das Ding ist nicht so leichtgängig ist, dass da irgendwie die Möglichkeit bestände, dass das geht. Aber für das Kindersicherung ganz interessant oder für was weiß ich was für Zwecke oder für Sicherheitsfanatiker ist das sicherlich ein Thema. Das Schöne ist, das lässt sich natürlich erheblich einfacher dann einhändig nach dem schön legalen zweihändigen Öffnen einhändig arretieren. Das geht beim Opinel zwar meistens auch irgendwie, aber deutlich komplizierter. Und so hat man es einfach einen Ticken schneller griffbereit. Und ich muss sagen, schön finde ich das auch. Finde ich auch wirklich, wirklich schön. Und nicht, dass ich am Viroblock-System rumnörgeln möchte, aber das ist ein zweites, ähnlich raffiniertes und doch so einfaches System zum Messerarretieren überhaupt existiert, war mir völlig neu und also wirklich ein super schönes Messer. Auch eine schöne, vernünftige Länge. Also vielen Dank, dass es nicht das ganz kurze geworden ist. Ich habe gesehen, die gibt es auch noch in kleiner, steht es, die liegt ein Beipackzettel bei. Kannte ich überhaupt nicht, hatte keinen Schimmer. Und wie gesagt, wirklich ganz, ganz toll, ganz, ganz hübsch. Gucken wir uns noch kurz das Holz ein bisschen genauer an. So, ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Wenn nicht, mache ich auch noch eine Ausschnittsvergrößerung. Ich komme jetzt mit dem Stativ nicht weiter runter. Deswegen muss ich es leider so in die Hand nehmen. Aber was man hier so ein bisschen erahnen kann, Makroobjektiv brauche ich mal irgendwann, sind die Pünktchen hier im dunklen Holz. Diese Pünktchen, das sind Gefäße. Und das Spannende ist, dass Walnuss, beziehungsweise generell die Nüsse, zu den Halbringporern gehört, zu den sogenannten. Also Holz ist entweder ringporig, zerstreut porig oder halbringporig, wobei sich manche Gelehrten streiten, ob halbringporig so überhaupt existiert. Ich sage ja. Und man kann also an der Verteilung dieser kleinen Pünktchen hier im Holz, dieser hellen Flecken, das sind eben die Poren, erkennen, worum es sich handelt und dann
ein Halbringbohrer ist, ist das hier relativ einfach. Das bedeutet, wir haben innerhalb eines Jahrrings einen Ring, wo die Poren gehäufter auftreten. Ich kann euch das jetzt wirklich nicht zeigen, weil mein Finger ist zu grob. Und wir haben im Rest des Jahrrings haben wir eher eine gleichmäßige Verteilung der Poren. Also ein Ring und eine zerstreute Verteilung. Das ist eben der sogenannte Halbringbohrer. Der Zerstreutbohrer, der hat komplett, ohne irgendeine besondere Struktur erkennen zu können, seine Poren über den gesamten Jahrring verteilt. Und der Ringbohrer, der hat fast nur Poren am Beginn des Jahrrings, also einen fetten Ring mit vielen und dann meistens auch großen Poren, Beispiel Eiche, wäre so ein ganz typischer Ringbohrer. Und ja, das ist also so eins der wesentlichen Bestimmungsmerkmale fürs Holzbestimmen. Davon abgesehen die Farbe, auch sehr charakteristisch und wirklich wunderschönes Stück. Ganz toll. Also da freue ich mich sehr. Holzgriffe, Holz ist halt einfach immer was unglaublich Ästhetisches und Hübsches. Und ja, das ist toll. Auch hier dieses Stück. Allein das finde ich wirklich sehr gelungen. Und das führt natürlich dazu, dass jedes Messer tatsächlich individuell aussieht, weil kein Stück Holz dem anderen identisch ist. Das gibt's nicht. Ja, ich hocke mich wieder hin. So, das ist ein tolles Messer. Ob das jetzt überhaupt schneidet, habe ich ehrlich gesagt so noch gar nicht ausprobiert. Habe ich denn irgendein Papier da? Ich hoffe, dich stürzt nicht, wenn ich ein bisschen in deinem Karton rumschnibbel. Oder habe ich noch was anderes da? Ne, sonst habe ich nichts. Ich schneide mir mal was ab, und damit man die Adresse nicht aus Versehen sieht. So, hier haben wir ein bisschen Karton. Ja, Butterweich. Butterweich, ich meine, das ist Karton, ne? Also das ist schon ein bisschen, ja, doch, das ist ein definitiv, ja, wunderbar, das ist ein definitiv super scharfes Messer, ja, unbedingt, dann kann man ja auch diesen Fingernagel-Gedöns-Dingerrichter machen, ja, wunderbar, das funktioniert auch, und theoretisch nur mal so zum Testen, das klappt ja mit dem Opinel auch nicht, aber jedenfalls nicht mit denen, die ich immer so kriege, und nicht mit meiner Armbehaarung. Ja, mit viel gutem Willen geht es, aber zum Rasieren reicht es nicht. Das ist ja völlig unsinnig. Ja, ich brauche ja auch kein Messer mit Rasierschärfe, will mich ja damit auch nicht rasieren, und je schärfer das ist, desto schneller geht die Schärfe ja auch verloren, denn halt lieber einen vernünftigen Schneifwinkel für eine vernünftige Gebrauchsschärfe, mit der man dann auch arbeiten kann, als halt jetzt irgendwie sowas maßlos Übertriebenes. Das muss echt, ich kann mich nicht entscheiden, wie ich die Kamera am blödesten mache, so mache ich es jetzt. Jedenfalls, das muss dann halt auch echt nicht sein. So, ja, tolles Messer. Auch schön eben, dass auf der Klinge dann hier jetzt nochmal was drauf geprägt ist, und ein Old Beer ist auf jeden Fall auch etwas, was man sich gerne auf der Klinge findet. Italy Corona Messer. Den Witz hat Evelyn gebracht, ich wollte ihn jetzt kurz nochmal, ne, muss man erst desinfizieren, bevor man es in die Hand nimmt. Nein, natürlich nicht, Quatsch. Jedenfalls. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, und kannte ich überhaupt nicht. Also da hast du mir eine große, große Freude gemacht. Sie freut sich auch, wie gesagt. Sie findet es auch ein hübsches Messer. Sie hat natürlich jetzt nicht ganz so eine Liebe für Holz wie ich, aber sie findet es auch sehr schön. Und das ist vor allen Dingen ja auch so scharf, dass man es auch super für irgendwelche Schnippelereien dann in der Outdoor-Küche hervorragend brauchen kann. Und da hat sie zwar jetzt auch das ein oder andere Messer, was da in Frage kommt, aber ich glaube, das könnte für sie auch wirklich gut in Frage kommen, weil gerade durch klingt jetzt irgendwie schon ein bisschen sexistisch, ne, dass man die Frau schon wieder in die Küche schicken möchte, aber es ist ja gar nicht böse gemeint, es ist ja tatsächlich bei uns halt so, dass wenn sie kocht, dann schmeckt es halt besser. Also ich kann ja meine 5 Gerichte, und die sind ja auch gut, aber es sind halt nur 5, ne, und einfach durch die dünne Klinge ist das halt einfach tolles Messer für Zwiebelschnibbeln, für
Gemüse schnibbeln, natürlich auch für Fleisch schnibbeln und so weiter. Also gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Also ein wunderschönes, wirklich ein Handschmeichler. Ihr könnt es natürlich jetzt nicht anfassen, ihr anderen, aber fühlt sich unglaublich gut an. Hab glaubt kein Messer, das mir so gut in der Hand liegt. Also so von der Haptik her, vom Spaß. Ich habe ja auch noch andere Messer, die ich wirklich sehr, 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 sehr gerne habe. Ja, also nicht falsch verstehen. Gut, dann haben wir im Wesentlichen noch eine, zwar sehr kleine, aber auch sehr große Sache. Und ja, ich mache es einfach mal vor. Tada! Stirnlampe, Hutadapter sozusagen. Also Hut-Stirnlampe. Saumäßig coole Idee. Ich hatte so ein Teil wohl mal irgendwann gesehen. Man verfolgt ja dann doch so ein bisschen, was der Taschenlampenmarkt so macht. Aber dass das so cool gut funktioniert, die ist jetzt mit Akku und allem Pipapo. Ja gut, das Krempe drückt sich ein kleines bisschen ein, aber das macht ja überhaupt nichts. Und das Tolle ist, dadurch, dass ich das jetzt unter der Krempe hängen habe, habe ich auch nicht den Schatten vom Hut im Bild. Weil ich habe nämlich spaßeshalber, verwende ich ja auch gerne aus meinem Survival-Kit, habe ich extra zu diesem Zweck jetzt hier schon mal rausgenommen, dieses Teil, das lässt sich auch ganz gut am Hut befestigen. Ist aber einfach, also ich meine, das ist eine tolle Lampe, ja? Die arbeitet mit Batterie. Das heißt, man kann auch Reservebatterien dabei haben, anders als bei einer Akkulampe, wo man halt den Akku wieder aufladen, oder man hat mehrere Akkus dabei. Okay, klar, das ging ich hier übrigens auch. Grundsätzlich finde ich es eigentlich ganz cool, dass die Batterien zu diesen Dingen so winzig sind und eine Batterie vergleichsweise lange hält. Nur ist die, der einzelne Nachteil, den die hat, die ist wirklich nicht besonders hell. Also es reicht wirklich im stockdunklen Wald noch einigermaßen, um durch die Gegend zu latschen, ohne gegen den Baum zu rennen. Dann sieht man ihn vorher schon. Und die hat halt noch diverse Leuchtmodi inklusive Rotlicht, was ja auch, und Rotblinklicht, Terminator. I'll be back. Ja, so noch eher. Ich komme wieder. Was sagen die denn noch so in Terminator? I'll be back und sprich zu der Hand. Ja, das auch, ja. Egal. Jedenfalls, ist auch toll, nur die ist nicht hell genug. Das ist wirklich ein Problem. Als Survival-Emergency-Ersatzlampe. Einfach dadurch, dass die mit der Batterie, das ist auch so eine, diese kleinen Knopfzellen, die halten ja ewig. Also ich kann mich einfach darauf verlassen, wenn ich die irgendwie noch im Täschle dabei mit mir rumschleppe und so weiter und im Survival-Kit habe oder sonst wo, dann die funktioniert immer. Ja, das ist toll. Einfach dadurch, dass er halt auch nicht so einen modernen Lithium-Ionen-Gedöns-Akku. Irgendwann ist der halt auch mal leer, der entlädt sich ja mit der Zeit auch so ganz langsam und wegpacken und vergessen ist dann ein bisschen schwierig und dafür ist diese Lampe immer noch toll. Aber wenn ich mir angucke, nochmal so größenvergleichstechnisch, ja, dann natürlich, die mag einen Ticken größer sein. Die ist auch ein Hauch schwerer, gefühlte 5 Gramm oder irgendwie, gerade so feststellbar. Also wenn man sie so einfach hochhebt, man gerade so feststellbar. Und aber hundertprozentig aus Metall, was ich auch sehr schön, und ein bisschen Glas, logischerweise ist eine Lampe. Ne? Oder vielleicht ist es Kunststoff, keine Ahnung. Aber fast 100% aus Metall. Und das Ding ist ziemlich genau 100% bis auf die Metallklammer hinten, mit dem man sich am Hut festmachen kann, eben aus Plastik. Nicht, dass das jetzt schlimm wäre und das stört mich eigentlich auch nicht. Aber dass diese modernen Lämpchen hier einfach in einer kompletten Metalloptik daherkommen. Also das ist schon schön, ja. Und auch, also die hat, ich zeige euch das im Moment, die hat hier ja diesen Clip, so. Und diesen Clip, den kann man schieben, drehen und so weiter. Und das Coole ist, dreht man den Clip so, dass der Clip vor dem Ein- und Ausschalter liegt. Dann hat man quasi mit dem Clip eine mechanische Sicherung, dass man die Lampe nicht aus Versehen ein- und ausmacht oder so. Außerdem gibt es nochmal eine zusätzliche Sicherung, dass bei nur einmal draufdrücken sie gar nicht angeht. Man muss, glaube ich, entweder muss man länger draufdrücken oder nachdem man die Sicherung reingemacht hat, innerhalb von 2 Sekunden, nee, oder von 1,5 Sekunden zweimal drauf, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, um die jetzt anzukriegen, muss ich, glaube ich, ein bisschen länger drauf bleiben. Jupp. Und dann ist sie auch an. Die hat,
Das hatte ich mir irgendwo extra den Zettel. Jetzt habe ich den Zettel sonst wo liegen. Aber sie hat auf jeden Fall 4 Leuchtmodi meines Wissens. Einmal den ganz geringen. Ich glaube, das ist der hier gerade. Dann hat sie Medium. Nee, das war noch nicht. Warte mal, ich suche mal den kleinsten. Das ist der kleinste. Der kleinste, das kennt man ja, ne? Irgendwie so ein halbes Lumen und so Späße, was reicht, um mal eben kurz im Zelt. Erstens mal für den üblichen Zeltaufenthalt. Da bin ich auch begeistert. Mit diesem Clip kann man die ja ganz toll oben einfach an die Zeltleine hängen. Wir haben in unserem Zelt ja eine Leine an der Decke. Und bis man da meine bisherige quasi ständig in Verwendung Taschenlampe. Und sogar auf Grönland hatten wir gar keine anderen Taschenlampen dabei, als das, was ich jetzt am Schlüsselbund habe. Das war auch mal ein Geschenk und ich liebe die nach wie vor heiß und innig. Dadurch, dass die hier keinen richtigen Haken hat, muss man die halt mit ihrem Schlüsselring an der Zeltleine befestigen und hat dann halt eine Dachleuchte. Das funktioniert auch. Es ist nur ein bisschen fummelig. Könnte man lösen, indem man sich einen Karabiner noch dranhängt. Dazu bin ich aber bisher zu blöd gewesen. weil der wiegt ja außerdem auch was. Und die ist halt auch hier der Mini-Modus für so ein kleines Lämpchen. Moment. Ja. Kann die potenziell wirklich extrem, ja, und jetzt Turbo-Modus, wirklich extrem hell sein. Für so ein Futzeldingens, ich weiß nicht mehr, die hat glaube 350 oder irgendwie sowas Lumen, um es mal summa summarum zu nennen, erfahrungswert. Wenn man im Wald rumläuft und gerade wenn man da schon eine Weile ist und sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, 300 Lumen, das ist völlig ausreichend, völlig für Wegfindung, für Rumlaufen, für Lagerleben fast schon zu hell. Aber selbst wenn man noch richtig wandern geht und auch wenn es eine schwierige Passage ist, wo man auf dem Weg wirklich aufpassen muss, wo man hintritt, querwald ein, durch irgendwelche verholzten Ecken, wo überall die spitzen Äste abstehen und so weiter. Ja, das ist des Nachts wirklich nicht so einfach. Aber 300 Lumen, ja, sei es mit dieser Taschenlampe oder mit irgendwas anderem, was 300 Lumen hat, das reicht vollkommen aus. Also so eine 5000 Lumen Taschenlampe oder sowas, das kann vielleicht eventuell interessant sein, wenn man wirklich beim Wachdienst arbeitet und irgendwie den halben Wald ausleuchten möchte, weil man wissen will, ob der Feind sich nähert und solche Späße. Für jeden anderen ist das meiner Meinung nach völliger Käse, aber gut. Ja, davon. Und man ist selber sofort Feuerwerk, ja. Kannst du also quasi genauso gut, und das sowas nennt sich dann taktisch. Das verstehe ich ja nicht. Warum müssen taktische Lampen so hell machen, dass du garantiert sicher sein kannst, dass jetzt jeder weiß, der auch nur ansatzweise in der Nähe wohnt und in Richtung Wald guckt, dass du hier jetzt rumrennst? Was ist daran bitte taktisch? Verstehe ich nicht. Vielleicht kann mir das ja mal einer erklären. Egal. Jedenfalls bin ich von diesem Ding einfach so begeistert, weil es nichts wiegt, super klein ist. Der Akku ist bei voller Ladung in 45 Minuten leer oder teilweise sogar noch ein bisschen schneller, weiß ich nicht. Kriegt die Daten nicht mehr zusammen. Aber das geht schon recht flott, aber das ist überhaupt kein Problem, weil die hat einen eingebauten USB-Anschluss. Und damit kann man sie, wenn man sowieso immer eine Powerbank dabei hat, was ich tue, weil ich habe ja Akkus für die Kamera, die ich ja dann für größere Unterfangen sowieso auch immer mitschleppe. Deswegen ist das für mich eine ideale Taschenlampe. So, und deswegen war ich da super, super begeistert von. Einziger Nachteil, nicht, dass das nicht gehen würde, man kann sie sich mit Panzertape an den Hut kleben, man kann sie sich mit Sekundenkleber an den Hut kleben, wenn das dann mal sein sollte, so survivalmäßig. Oder was weiß ich, irgendwelchen sonstigen improvisierten Methoden kann man das Ding natürlich sich auch an den Hut kleben. Oder ich stecke sie hier einfach da hinten so ein bisschen so halb und dann Hut und dann baumelt die da runter und dann geht das auch. Aber das ist natürlich nicht ganz optimal. Oder man nimmt sie halt mal natürlich einen Returner, wenn man mal was ausleuchten möchte. Ich mag schon gerne Stirnlampen. Das Dumme ist nur, wenn man eine Stirnlampe verwenden will, muss man dafür auch irgendwie ein Band mitnehmen. Und jetzt kommt wieder zum Tragen, dass ich als oller Hutfanatiker das nicht mag, dass ich dann so ein Band um den Kopf habe und da drüber dann noch den Hut und da drunter die Lampe und das ist doof und wenn man die Lampe auf den Hut macht, dann geht's nicht, weil dann sieht man nichts, weil dann scheint einem die Lampe auf die Krempe und mal die ganze Zeit einen Schatten vor der Schnauze und das ist dann auch wieder doof, ja? Also ist das so die Nonplusultra, oh, ist ja noch an, die Nonplusultra macht den Ben glücklich Lösung, dass ich mir das Ding einfach wirklich vorne an den Hut klipsen kann. Und also das ist wirklich ganz toll. Falls das deine Gedanken waren, dass ich sowas brauchen kann, dann hast du absolut recht. Das kann ich wirklich ganz, ganz hervorragend brauchen. So, und jetzt kommt der Knüller.
das Teil, diese winzige Lampe, ich bin ja schon begeistert von der Lichtmenge, die dieses Teil hier zu leisten ist. Dieses winzige Ding hat 700 Lumen. Ja? Also das ist abartig. Abartig ist das, was die Taschenlampentechnik inzwischen gemacht hat in diesem Bereich. So, mittlere Einstellung. Das wäre jetzt so mein bevorzugter im Lager rumrödeln, im Lager rumhantieren Modus. Das reicht vollkommen aus. Damit hält der Akku, ich weiß es nicht mehr genau, 2-3 Stündchen irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Ja, ich krieg's nicht mehr zusammen. Der Akku ist halt nicht groß. Das ist eine winzige Lampe. Wo soll der Strom hin? Ja, 700 mA passen da rein. Bei 5 Volt. Und ja, also das reicht garantiert. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Lumen das sind. 30 oder irgendwie sowas. Für den stinknormalen Fern. Ne? Also im Nahbereich. Wenn du im Rucksack kuschelst, wenn du kochst, wenn du im Zelt was suchst, im Zelt rumräumst und so weiter und so fort, dann ist das absolut ausreichend Licht. Man muss es da nicht übertreiben. Man kann das Ganze auch genauso gut mit dem Glühwürmchen-Modus machen. Das reicht auch. Auch damit lässt sich hantieren, gerade wenn man da nicht so gerne aufgeklärt werden möchte. Da man ja meistens nicht unbedingt Besuch im Wald haben möchte, wenn man bei uns im Wald übernachtet, finde ich es eigentlich wichtig, dass man da jetzt nicht gleich die riesen Lightshow abzieht, auch wenn es Taschenlampen gibt, die das können, sondern sich da ein bisschen zurückhält. So, dann haben wir den High-Modus, der hat glaube ich 150, 200, irgendwie sowas. Ich glaube bei 150 war der gedeckelt. Das ist also auch ein Wert, der reicht vollkommen aus zum Rumlaufen, ja? Zum Weg finden, zum im Wald orientieren, zum Weiterwandern. Da reicht das völlig. Man will ja eventuell dann höchstens noch mal manchmal wissen, wenn man zum Beispiel sich denkt, jetzt könnte doch eigentlich demnächst mal der Wegweiser kommen oder da vorne müsste doch irgendwo eine Abzweigung sein. Dann will man eventuell mehr Licht. So, jetzt kommt der Knackpunkt, weil, wie gesagt, das Teil hat halt 700 Lumen. Und mit 700 Lumen hat man also eine Ausleuchtung der näheren Umgebung. Das reicht derartig. Nur ist man halt überhaupt nicht mehr getarnt. Ja? Muss man ja natürlich nicht benutzen. Einziger Haken, den ich jetzt bei diesen modernen Taschenlampen, also was heißt einziger Haken, aber was mich bei diesen moderneren Lämpchen dann so ein bisschen stört, ist, dass man diese Modi der Reihe nach durchschaltet. War man also auf Mittel und will zurück, das ist ja nicht schlimm, aber, und will zurück auf den Glühwürmchen-Modus, dann muss man einmal bei High gewesen sein. Wenn man dann nicht aufpasst, wo man gerade hinleuchtet, während das Ding High ist und man hat an die Dunkelheit gewöhnte Augen, ist man ganz schnell mal ziemlich blind für eine Weile. Aber das haben ja alle Lampen, alle diese Lampen heutzutage. Das wäre einfach nur was vielleicht für die Lampeningenieure. Das ist irgendwie mal eine Rückwärtsschaltvorrichtung, falls man das in irgendeiner Form mit einem Knopf noch regeln kann. Oder ob es arg schlimm wäre, wenn da jetzt noch ein zweiter Knopf dran wäre. Ich glaube nicht. Andererseits, jeder Knopf ist ein Verschleißteil. Also ich weiß es nicht, kenne mich da auch nicht aus. Aber ja, das kann die jedenfalls. Und die ist winzig, ja. Die ist wirklich winzig klein, was das Ding wiegt, kein Schimmer, aber wenig, extrem wenig, auf jeden Fall deutlich unter 100 Gramm. Fenix E16. Ich muss sagen, mit Fenix habe ich jetzt rückwirkend bessere Erfahrungen gemacht als, naja, wobei, schwer zu sagen. Also ich habe jetzt von den moderneren Lampen, habe ich bisher gehabt, zweimal Fenix, einmal Funight, wie heißen die? Nightcore, glaube ich. Ja, die funktioniert immer noch. Also von der Qualität her ist bisher Nightcore Sieger. Rein von der Marke. Funight, ja, die eine, die ich habe, hat inzwischen Wackelkontakte. Insbesondere, da die ja angeblich immer so, ach so, super wasserdicht sein sollen. Das kann man ja vielleicht mal bei einer neuen Taschenlampe testen, indem man damit in den See springt. Herzliche Grüße an denjenigen, der das gerne macht. Und dann funktioniert sie noch und das bedeutet, die Lampe ist total toll. Und man hat ja, wisst mal, krass damit in den See gesprungen und so weiter. Aber wenn du die ein halbes Jahr hast und dann damit durch den Regen im Wald stapfst, ja, mehr gar nicht machst, als durch den Regen im Wald zu stapfen und dann kriegt sie Schwierigkeiten mit dem Wasser und fängt an mit Wackelkontakten, dann ist das nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, meiner Meinung nach. Ja, man kann so ein Ding natürlich auspacken und dann funktioniert es. Ja, aber ob es das danach dann auch nochmal irgendwann tut, ist halt immer so ein bisschen der Knackpunkt, weshalb ich kein Fan bin von, ich habe eine neue Taschenlampe, die ist ganz großartig. Reviews.
Und das hier ist ja jetzt nur, ich habe sie geschenkt bekommen und bin begeistert und freue mich über das Geschenk. Das bedeutet jetzt nicht, dass das die beste Lampe auf dem Markt ist, aber von der Idee her ist die jetzt schon mal richtig toll und sollte sich jetzt herausstellen, dass sie in ein paar Wochen kaputt ist. Dann hatte ich bis dahin eine tolle Lampe und habe ja nichts verloren und bedanke mich trotzdem ganz herzlich werde dann bei Gelegenheit irgendwann mal erwähnen, dass ich mit der Lampe eine wunderbare Zeit hatte, sie aber inzwischen kaputt ist. Und dann ist es eure Aufgabe, euch auch einen Teil dabei zu denken. Wirklich nörgeln möchte ich dann auch nicht. Es ist halt ein Geschenk. Deswegen ist es auch wichtig, das möchte ich nochmal betonen bei meinen Ich-habe-was-geschenkt-bekommen-Videos, ich bin in keinster Weise objektiv. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Das soll ja kein Gear-Review sein oder sonst wie, sondern ich will einfach Danke sagen, weil ich was Schönes geschenkt bekommen habe. So, zurück zur Lampe. Wie gesagt, die ist winzig, den Clip kann man auch komplett abmachen. Was Schönes, weil wenn man die dann irgendwie in einem EDC-Täschlein oder sonst wie transportieren möchte, in einem kleinen Survival-Päckle, klein genug ist sie ja, gibt es da noch Möglichkeiten, wenn man den Clip dann vielleicht gar nicht braucht, wenn man zum Beispiel kein Hutträger ist. Ich kann das nicht nachvollziehen, es soll Leute geben, die keinen Hut aufhaben, aber dann ist das vielleicht noch eine Option. So, und das Tolle ist jetzt, die kann man betreiben mit einer CR123 oder irgendwie sowas Batterie. Kenne ich, hat mein Foto, mein Vor-Foto, hat die, glaube ich, gefressen, mehr oder weniger. Also noch mein letzter Analoger, der hat diese Batterien gebraucht, ja. Und deswegen kenne ich die und natürlich auch in Ordnung. Die kriegst du auch in jedem halbwegs gut sortierten Geschäft, das halt Batterien verkauft. Damit kann sie arbeiten, das heißt, man kann von denen auch ein paar auf Vorrat mitnehmen. Das sind ja keine Akkus. Das ist dann interessant, wenn man wirklich für lange Zeit irgendwo hingeht, wo es keine Möglichkeit zum Strom nachhalten gibt. Dann werden solche Batterien wirklich interessant. Die Lebensdauer ist mit diesen Batterien übrigens auch höher, aber der springende Punkt ist, wenn man da nicht einen speziellen Akku reinpackt, ja, der also genau für diese Lampe gedacht ist und vielleicht auch wirklich für diese Lampe designt ist, ich weiß es nicht, weil der Akku dabei lag, ist ebenfalls von Fenix. Ach, ich wollte ja die Geschichte noch zu Ende erzählen, welche Lampen denn gut sind. Von meinen Fenix-Lampen muss ich sagen, eine, die lebt noch, die ist auch ein bisschen Wackelkontakt empfindlich, wenn es in den Bereich der Feuchtigkeit geht. Andererseits haben sie bei dem Ding auch nicht großartig Werbung damit gemacht, dass die ach so unglaublich wasserdicht sein soll. Von daher kann ich damit leben. Aber die lebt noch. Das ist eine HL50 oder sowas. Ist auch eine Stirnlampe. Diese hier. Also die funktioniert noch. Die war jetzt nie so bombenhell. Das ist die hellste Einstellung. Damit kommt man aber auch durchs Leben. Ganz ehrlich, damit kommt man wunderbar durchs Leben. Und man kann sie mit AA-Batterien betreiben. Das war mir auch beim Kauf damals wichtig, weil AA-Batterien kriegst du überall und das ist ganz cool. Man kann da auch noch so eine Spezialbatterie bzw. einen Spezialakku reinmachen. Das geht auch alles. Finde ich bei Fenix generell cool, dass sie fast immer die Möglichkeit haben, ihre Lampen, also zumindest bei dem, was ich bisher gesehen habe, ihre Lampen entweder mit Otto-Normalverbraucherbatterien, die halt jeder Depp überall rumliegen hat, hoffentlich, oder eben mit irgendwelchen Spezialakkus zu betreiben. So, und in diesem Fall hat mein edler Schenker mir dankenswerterweise den dazugehörigen Spezialakku gleich mitgeschickt. Ich hätte ihn natürlich nicht gehabt. Ja. Und der ist eben direkt auch von Fenix, ist also für die Lampe wirklich konzipiert und wie man sehen kann, hat er hier einen kleinen Micro-USB-Anschluss. Das bedeutet, ich muss mir auch nicht erst noch ein Ladegerät zulegen und das finde ich natürlich ganz großartig und sowieso alles, was man über, scheinbar hast du ein paar Videos von mir schon gesehen, alles, was man über Micro-USB aufladen kann, kommt mir einfach unglaublich gelegen, weil ich habe eh immer ein Ladekabel dabei, ich habe eh immer eine Powerbank oder ein Solarpanel oder irgendwas dabei, um Dinge, die eben genau so einen Anschluss zu haben, wieder aufzuladen und damit ist das für mich die ideale Lösung. Ja, und das ist toll. Also da freue ich mich ganz außerordentlich drüber. Die war auch ganz, ganz schnell voll. Hab mir eben einmal voll gemacht. War vorher wohl leer, weil als ich ihn da reingetan habe, ist nichts passiert. Ist auch völlig in Ordnung. Und jetzt ist er jedenfalls voll. Und ja, ich weiß zufällig, weil wir uns im Thema über die Elektronik ja schon mal häufiger unterhalten haben, dass diese Batterien mit eingebauten USB-Anschluss wohl nicht die dollste Lebensdauer aller Zeiten haben.
Aber im Moment kann ich einfach nur sagen, ich freue mich enorm drüber und finde das total praktisch und total lustig. Und das ist auch die erste Batterie, die sowas hat, die ich jetzt hiermit besitze. Da die Lampe selber ja auch keinen USB-Anschluss hat, ist natürlich die Kombi aus einem Akku, der das dann hat, für mich einfach essentiell, dass ich es unterwegs aufladen kann. Also lieber Mensch, der sich mit Elektronik auskennt, ich glaube, in dieser Kombination macht das für mich jetzt einfach wirklich enorm Sinn. Jawohl. Also ganz toll. Freue ich mich ganz außerordentlich, wie gesagt. Und nur mit diesem Spezialakku, der hat irgendeine komische Nummer. Ja, könnt ihr selber googeln, wenn es euch interessiert. Und wenn nicht, dann muss ich es euch auch nicht erzählen. Und mit diesem Spezialakku hat sie halt diese 700 Lumen. Wenn man da diese CR, was weiß ich was, Batterie reinmacht, dann hat sie nur in Anführungszeichen 300, was ja für so eine kleine Lampe auch schon eine wirklich ordentliche Leistung ist. Aber dass die auf 700 kommt, das ist mir nach wie vor fast schon suspekt. Also, ne? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ah, ja, klar, länger draufbleiben. Tada! Schon irre hell, ne? Also, schon krass. Ja, doch. Ja, sehr schönes Spielzeug. Ich warte noch auf die Dunkelheit, dann werde ich nachher mal noch eine Runde spazifizieren gehen und mit meiner Hutlampe mal ein bisschen für Verwirrung sorgen. Was ist das? Die Sonne geht auf. Nein, ich gehe nur spazieren. Ja, nee, machen schon Spaß. Also diese modernen Taschenlampen, das ist schon was Lustiges. Jo, habe ich noch gesagt, dieses Ding hier ist noch zu irgendwas gut, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Nehmt es mir nicht übel, ich lese es nicht nochmal nach, aber du hast mir geschrieben, wofür es da ist. Ich meine, das wäre zum Akku aufbewahren, wenn man den irgendwie nochmal separat transportieren möchte oder nochmal extra Akkus oder irgendwie irgendwas in der Richtung. Ne? Ist jedenfalls cooles Teil und der Akku passt da perfekt rein, deswegen denke ich mal, dass das so ein Zweck gewesen sein wird. Gut, aber wenn nicht, lese ich es nach und an dieser Stelle möchte ich mich also wie gesagt nochmal ganz herzlich bedanken. Das ist mir ein Genuss gewesen, auch das Päckle auspacken hat wie immer sehr viel Freude gemacht und toll, wirklich toll. Vielen Dank und ich habe jetzt auch noch was zu lesen. Und wenn ich nicht leuchte, dann lese ich und damit wäre geklärt, was ich... Ja, ich muss noch ein anderes Video drehen, aber ansonsten den Rest des Abends werde ich entweder leuchten oder lesen. Oder messern. Das klingt jetzt komisch, aber egal. Tschüss.